Hallo und herzlich willkommen zu Echo of Soul. Wrath of the Goddess. Ja, es ist ein neues Update rausgekommen, just zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen wollten zu spielen. Ja, deswegen ist da jetzt wieder eine kleine Pause entstanden und ja. Und da sind viele neue Sachen und. Genau, und ja. es kam zu ein Skill-Reset und deswegen ist unten jetzt komplett was anderes. Ich hab's leider richtig schön verkackt. Wahrscheinlich wird's mich Geld kosten, im Zweifel, um jetzt ein Skill-Reset zu kaufen. Muss ich mal gucken. Da gehe ich mal von aus. Ja, ich hatte nämlich vorher Sturmstreich und ich war eigentlich Sturmruferin, also Schaden. Für Schaden austeilen war ich zuständig. Jetzt bin ich Tank. Ich wollte eigentlich Sturmstreich wieder haben und ich habe gekonnt um den Skill herum geskillt. Ja, und was beinhaltet Wrath of the Goddess? Ganz einfach. Das ist ja unser Gebiet von Level 1 bis 60, ne? Guck mal. Kontinent Karak ist jetzt dazu gepatcht worden und es beinhaltet Level 60 bis 70. Das heißt, für euch. Das Spiel wird nicht mehr aufhören. Oder es wird auf jeden Fall noch weiter fortgesetzt und für diejenigen, die gehofft haben, boah, kommen diese beiden Trottel, wird irgendwann zum Ende. Es dauert noch weiter. Ja, den können wir jetzt leider mitteilen. Tja. Für uns beide ist das natürlich gut. Wir haben dann beide einen Grund, Zeit vertreiben zu können. Gibt's auch nicht genug andere Gründe. Aber naja. Und wie man schön am Schadensausteiler sieht, macht er jetzt mehr Schaden als ich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also natürlich haben wir gerade noch mal ein bisschen ausprobiert mit unseren neuen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob bei mir überhaupt irgendwas Neues oder ob ich ungefähr wieder das hingekriegt habe, was ich hatte. Aber ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass die Gegner hier irgendwie eine ganze Menge aushalten. Jo. Findet den Game Master oder Gildenmeister, stärkt er denn 5 Minuten. Noch eine kleine Neuerung, wenn man einsteigt, waren wir direkt in eine Gilde drin. Anscheinend sind da ein paar Gilden erstellt worden mit Level von 200 und das ist dann für Neueinsteiger ganz gut, die dann, sag ich mal, dann Hilfe brauchen und so zum Einspielen. Wir haben uns entschieden, die Gilde zu verlassen, weil dann hätten wir sonst immer hier so eine Meldung in der Mitte. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass diese Gilde total viel bringt. Ich meine, ist zwar eine tolle Idee für Anfänger, die dann wirklich Hilfe beim Spiel brauchen. Aber wir sind aber keine Anfänger mehr. So dermaßen kompliziert ist dieses Spiel gar nicht. Oder wir spielen es einfach komplett falsch, kann natürlich auch sein. Und ja, wenn man dann da eine Gilde hat, wo dann jeder, der dann gerade neu reinkommt, jetzt sofort drin landet, dann ist da ein Kommen und ein Gehen und weiß nicht, ob das denn wirklich Sinn macht. Vielleicht irgendwann, wenn sich das alles normalisiert hat oder so. Ich glaube, für mich persönlich stören solche Meldungen eigentlich direkt. Das habe ich bei Elder Scrolls Online auch gehabt. Da bin ich ja auch in der Gilde drin und diese Meldungen sind einfach dumm. Zumindest wenn man jetzt, sag ich mal, die Gruppenkampagne in der Mitte der Welt in Zurudiel macht, dann tauchen auch immer so eine Meldung auf und die stören einen, finde ich. Die kann man auch nie ausschalten, das ist ja das Problem. Jo, also soweit ich mich dran erinnere und was die Quest so sagt, haben wir ein bisschen was über den Stein rausgefunden, den nächsten Seelenstein, den wir holen sollen. Und wir sollen jetzt eine Fernsehserie namens Derek schauen. Wir sollen an Derek übergeben und die Wahrheit über den Stein rausfinden. Mal gucken. Ja. Aber soweit ich das sehe, ist das auch eine Nebenquest im Moment noch. Mal und wieder. Ja. Hauptquest los. Ja. Auf die Monster, fertig. Los! Ja, bei mir gibt es mehr Farben und weniger Schaden. Dafür habe ich eine ultra heftige Regeneration an Vitalität, wenn mal Gegner nicht weglaufen würden. Ich lock sie ja schon an.
Das ist auch ein Vitalitäten-Null-Zauber. Der hatte mich jetzt erst übrigens entdeckt. Ich muss zu ihm verringern, die Orientierung genommen, wo wir überhaupt sind, wo wir hin müssen. Nein. Wird schon helfen. Ja, wie ihr seht, gut, das ist nicht ganz so wenig Schaden, was ich mache, aber es dauert halt länger. War ich das? Ich hab meinen Gegner geklaut. Ich hab den Gegner geklaut. Cool. Ja, als Tank habe ich die Ability, Gegner heranzuziehen. Das ist nicht schlecht. Ich hatte früher Spring auf Leertaste, jetzt habe ich Spring auf X, wie es eigentlich gewohnt ist. Naja. Hey, da ist unsere Hauptquest wieder. Der Puppenmacher. Oh Gott. Das ist ein Vibe. Wer soll die sprechen? Du. Ja, natürlich. Ich möchte eine schöne Puppe nähen, aber ich habe zu wenig Material. Was meinst du? Sammle. Hallo, bist du auch hier, um die berühmten Puppe von Melf anzuschauen? Nein? Wie ist es möglich, dass du mich kennst? Ich bin ganz Ignea als Puppenmacher bekannt. Ich bin hergekommen, weil ich Material für meine Puppe brauche. Es ist eine ganz besondere Puppe. Ich brauche Leder von aggressiven Echsen. Aggressive schreibt man klein. Um die Puppe machen zu können. Du kommst gerade richtig, wenn du in Tutznan bist. Besorg mir bitte ein wenig Leder, Echsenhaut und bring es. Leder aus Echsenhaut und bring es zu Marida. Ja, natürlich. Also Leder von aggressiven Echsen, aber von aggressive Echse. Das ist der Name denn. Und dann ist das groß wieder halbwegs richtig. Allerdings reichen offenbar wütenden Echsen auch. Richtig. Wütend oder aggressiv. Vollkommen egal. Hauptsache, es greift mich an. Ich dir einfach den Gegner wegziehe. Echsenleder. Da ist Derek, da wollte ich gerade hinlatschen, deswegen bin ich in die Richtung gelaufen. Geräusch. Oh, ich glaube, ich behalte diesen Skill-Teil. Also das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, ich erfahre gerade von Derek, dass wir anscheinend im Moment gerade auf der Suche nach dem Stein der Fülle sind und dass er von einem Priester gesegnet wurde und stattdessen eine Ernte geopfert wurde. Tja. Ich habe immer noch Töte Flütte auf der Uhr. Töte Flütte. Achso, da wollten wir eigentlich nochmal hin zurücklaufen, ne? Ja, vielleicht überlebe ich das ja, weil ich Tank bin jetzt. Wenn das alles hier nur wütende Echsen sind, dann glaube ich tatsächlich aggressiv denn in dem Zusammenhang als ja, Objekt gesehen wird, also klein geschrieben, weil die andere anders heißen. Fällt mir ein, ich müsste mal eben was essen. Oh. Er quatscht als Adjektiv. Nicht auch. Objekt brauchen wir schon. Mein Inventar sieht durch dieses neue blaue Süffelzeug, was man zum Kochen verwendet, ziemlich blöd aus. Ja. Ach, geht mir genauso. Und vor allen Dingen kann ich irgendwie nicht mehr kochen.
ist, ich krieg keine weiteren Skills, genauso wenig für, wie für Juwelier. Oder es geht jetzt mit dem Update wieder, oder keine Ahnung. Ob ich das einfach nur falsch gemacht habe. Oder ich musste verdammt viel kochen, so war das mal. Dann, naja. Gut, Skill für dich. Lieber Marida. Ihr seht, wie schnell eine fixe Regeneration ich habe. Die hält offenbar auch noch etwas länger an. Ich glaube, ohne dich jetzt enttäuschen zu wollen, aber ich glaube, deine Regeneration ist normal. Wenn ich drauf gucke, wie schnell du und ich regenerieren, meine Regeneration und ich auch. Also unsere Regeneration ist irgendwie gleich. Möglich. Allerdings mit dem Hintergrund, dass bei mir das permanent abfällt normalerweise. Jetzt habe ich zwar mit dem gleichen Skill gemacht. Heidelstorm. Und weg war. Dickes Fleisch. Toll. Ich glaube, ich muss springen mal wieder auf Leertaste drücken. Ich will wieder durch Leerzonen springen. Das sieht doch nach neuem Gebiet aus hier. Grabghoul. Totznan. Grabghoul. Lepraghoul. Sind offenbar okay, eine neue Art von Pokémon. Vielleicht muss man denen ja nicht mehr so viel abschneiden, weil die selber also ihre Körperteile verlieren. Ja. Das ist ein Fernkampf, ey, geil. Aber ist Tank ein Fernkampf? Bam. Cool. Und auf jeden Fall viele Ghoule hier. Oh, komm mal her. Ach, der ist schon tot. Ich drück schon weiter auf die Tasten hier und nichts passiert. Hängt ein Ghoul am Baum. Hier brennt's. Hängt ein Ghoul am Baum? Wo? Hier. Ja, hängt irgendwie an seinem eigenen Eingeweiden oder irgendwas. Tatsache. Ich sehe fast nichts, die Sonne blendet mich, aber für die Zuschauer, die auf YouTube gerade schauen, die sehen das. Die sind. Das ist irgendwie geil. Warte mal, da mach ich ein Bild von. Oh, ich darf nicht F1 drücken. F1 war früher Rollen. Ja, hier. Das ist die Hauptquest. Hier ist es gefährlich. Wer spricht die? Du? Was? Oh, ich hab die gerade abgegeben. Hast du weg, oder? Ja, ich hab die Quest abgegeben. Wann tauchen die gut auf? Oh, ist das laut rechts? Hallo? Oh, Junge. Mehr. Ja, mach das mal schnell fertig. So, danke. Jungs, komm nicht alleine klar. Ich glaube, da sind wir schneller fertig. Du hast das Material für die Puppe? Siehst du die Ghule da drüben? Dass es hier so viele Ghule gibt, ist die Schuld dieser verdammten Atombomben. Ich meine der Hexe. Ich spiele so wie Fallout. Entschuldigung. Ich war gerade dabei, die Hexe zu erledigen, um das Ghoul-Problem zu lösen, aber dafür brauche ich eben dieses spezielle Material für die Voodoo-Puppe. Zum Glück kann man sich auf dich verlassen, also nieder mit der Hexe!
Ich habe soeben ein Level-Up erhalten. Sehr gut. Und kein Skillpunkt. Oh, hier ist Spexa. Schön, dich kennenzulernen. Spexa? An diesem Ort huldigen die Menschen ihren Vorfahren, indem sie ihre Gräber pflegen. Indem sie deren Gräber pflegen. Mir gefällt es hier. Zumindest bis diese Ghule hier aufgetaucht sind. Dieses Gunhild. Diese Gunhild hat alles verdorben. Fragst du nach der Frau namens Gunhild. Sie ist eine böse Hexe. Dank ihr hat sich das friedliche Totznan in einen Hort der Untoten verwandelt und viele unschuldige Bewohner verloren ihr Leben. Wie wäre es, wenn du mit Marida und Norton über die Hexe sprichst? Die wissen mehr über die Vorfälle als ich. Jo, machen wir doch. Da ist Norton. Es ist ein gefährlicher Ort. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, doch ich muss hier fort. Ich weiß nicht mehr wohin. Und weiter, ach, auch egal. Wir fragen mal nach Gunhild oder Gunhild. Gunhild? Sie wurde von einer Heidin großgezogen. Von ihr hat sie bestimmt die Hexerei gelernt. Sie kannte ihren Vater gar nicht und ihre Mutter starb, als sie noch jung war. Sie muss überaus neidisch auf die glückliche Familie in der Stadt gewesen sein. Darum hat sie sie mit dem Fluch belegt. Sie muss sterben. Nur so können wir den Frieden in der Stadt wiederherstellen. Was für eine Stadt? Ich schaue mich gerade um. Diese drei Häuser, die du hier siehst. Okay, die drei Häuser, die sehen wir auch in der nächsten Folge. Ja. Und also, die Suche nach Marida. Genau, also auf ins Fegefeuer mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.